Wie viele Süßigkeiten habe ich eigentlich wirklich in meiner Wohnung und wo sind die gelagert und wie sieht das Ganze aus? Das will ich euch jetzt mal zeigen mit einer kleinen Roomtour. Also kommt mal mit. Ich führe euch mal direkt in den Flur. Ich laufe jetzt rückwärts. Hui, mal gucken, ob das gut geht. Ich laufe, 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 laufe. Und da sehen wir schon hinter mir, könnt ihr das sehen? Hinter mir wird es gleich richtig spannend. Da ist nämlich ein ehemaliger Computertisch und dort liegt schon jede Menge Süßkrams. Könnt ihr das sehen? So, da sehen wir die ganzen Süßkrams. Hier liegen noch die KitKat-Sorten. Orange, noch nicht geöffnet. Vanille, die Wonka Bar, die ihr aus dem Eland Hall kennt. Was ist das? Das ist ein Reese, eine Reese Nut Bar mit, gefüllt mit leckerer Erdnussbutter. Ein Twinkie, gefüllt mit diesem Twinkie-Zeug. Das kennt ihr noch aus meinem Irland-Hall, diese Seal Bars aus dem Aldi. Die Butterscotch Truffles, wo ich jetzt erfahren habe, dass sie gar nicht mit Scotch, also gar nicht mit Alkohol gefüllt sind. Cadbury Cream Eggs. Die Drumsticks. Die Squares. Noch eine Wonka Bar. Seht ihr, die liegt hier sogar zweimal. Ich bin voll auf Willy Wonka. Der leckere Dip, ein leckeres türkisches Erfrischungsgetränk, was ich bei Zeit nochmal verköstigen werde. Und eine kleine Schüssel, mega dekoriert, finde ich. Findest du, es ist dekomäßig Hammer, oder? Ja. So, dann wollen wir doch mal einen Blick nochmal kurz in die Schüssel werfen. Mal schön durchwühlen, was haben wir denn hier? Die Munchies! Die Munchies sind ganz schön hart, finde ich. Hier ist noch ein Twinkie drin. Ui! Ein paar Lollis. Die weißen Reeses. Der Haribo Arsch mit Ohren. Immer noch nicht angerührt. Ich weiß auch nicht warum. Noch ein Arsch mit Ohren. Verrücktes Weingummi. Drifter. Und jede Menge Lollis. Das ist wirklich krass viel Zeug, ja. Aber ich kann euch beruhigen, ich werde es nur probieren und nicht alles in einem Abend aufessen. Und das heißt, es ist noch genügend Nachschub für Videos da, was ich echt ganz beruhigend finde, weil so gehen nämlich die Ideen aus. Und Bock auf Süßes habe ich immer noch. Und ich muss sagen, ich habe gelernt, seitdem ich diese Videos mache, nicht alles direkt zu öffnen und sofort zu essen, sondern ich reiß mich zusammen, weil ich mir denke, Mensch, da kannst du ja immer noch ein Video zu machen, also warte noch ein bisschen. Ja, das Panorama genießen wir noch ein bisschen und ja, richtig geraten, es ist nicht meine einzige Süßigkeitenaufbewahrungsfläche hier. Vor allen Dingen nicht nur im Flur, es ist ja, das ist hier übrigens im Flur, genau. Und es ist eigentlich ganz schön gemein, oder? Ich gehe da mindestens 30 Mal am Tag dran vorbei. Das ist wirklich der Hammer, aber ich halte es aus. So, jetzt nehme ich euch mit in meine Speisekammer. Die kennt ihr vielleicht schon aus dem Pizza-Video. Hui. Ja, guckt nicht so genau hin, ist vielleicht nicht aufgeräumt. Und dort haben wir einmal Omis Apfelsaftstrudel, den ich super lecker finde. Dann haben wir noch ein paar Chips aus den USA. Und Honey Mustard Onion Pretzel Style, super lecker. Manchmal weiß ich selbst schon nicht mehr, was hier drin steht. Mais, oh Gott, wie langweilig ist eine Mais. Frisches Blut. Die Fanta-Sorten, die ich hier in meinem Edeka um die Ecke kaufe. Hinter dem Miracoli verbirgt sich übrigens eine ganz, ganz tolle Heinz-Ketchup-Sammeldose. Die habe ich mal im Angebot im Real gekauft. Werder-Ketchup, Tomaten-Ketchup mag ich sehr gerne. Alles noch aus den Horts, eine ausgefallene Blue Sky-Dose. Chocolate Peanut Butter Chips, wie immer die auch schmecken mögen. Dahinter versteckt sich die DJ Brause von Haribo. Ein Weihnachtsmann ist auch noch da. Ja, das ist der Weihnachtsmann. Könnt ihr es erraten? Das ist der Weihnachtsmann von KitKat. So, dann haben wir darunter Geschenke, für die man sich später schämt. Ja, das habe ich noch nie angehabt. Kann ich euch beruhigen. Der Willy Warmer landet irgendwo immer, wo er nicht hingehört. So, darunter dann passenderweise die Dose Ravioli. Die gehört in jeden guten Junggesellen-Single-Haushalt oder einfach, wenn man es auch schnell mag. Ich finde Ravioli ist einfach geil. Popcorn, auf das Getränk bin ich echt mal gespannt.
Was man mit diesen Lebensmitteln macht, ich habe keine Ahnung. Ich glaube, damit kocht man, wa? Kennt das Weizenmehl, Paniermehl? Ja, ich habe keine Ahnung, was man damit macht. Weiter runter geht's. Das ist noch von Ostern. Ich freue mich, diese riesige Ferrero Rocher Kugel mal zu verköstigen. Shopping Queen Pralinen. King Size. Irgendwas Riegel von Reese's. Da, wo man nicht wusste, wie man das Zeug nennen will. Watcha. Bob. Call it. Reese's Pieces. Yeah. Die Milky Way Stars. Und die normalen Milky Ways. Die bezaubernden Frotzen Frozen Rings. Die Oreos kennt ihr auch noch. Und ui, was haben wir hier? Die M&M's Birthday Cake. Die wir auch noch mal verköstigen wollen. Vielleicht mache ich da auch mal als nächstes ein Video dazu. Und noch Minz-Cookies. Das habt ihr ja noch nie gesehen hier. Das ist aber richtig, richtig geil. Die gibt es Organic Hard Candy. Das sind super leckere Drops Bonbons. Die gibt es in dem American Heritage Store. Kennt ihr den? Oder es gibt es auf jeden Fall in so einem, es ist aus Amerika, das ist wirklich organisch, heißt Bio und richtig, richtig geile Bonbons sind es. Die schmecken mega. Kann ich nur empfehlen. So, dahinter ist noch Duff Bier, irgendein asiatisches Fertiggericht. Und wir können auch nochmal ganz kurz einen Blick in den Kühlschrank werfen. Und jetzt noch ein finaler Blick in den Kühlschrank. Der wird vielleicht nicht ganz so glückselig wie in meiner Speisekammer mit den ganzen Süßigkeiten. In dem Kühlschrank befinden sich tausende von Soßen. Meine Joghurt sind mir ausgegangen. Es ist Samstag und ich war noch nicht einkaufen. Aber schaut einfach mal selbst rein. Wir werfen jetzt mal einen Blick in den Kühlschrank. So, was haben wir hier oben drin? Wir haben KitKats, Getränke, Softdrinks, SpongeBob und Papa Schlumpf, die ich noch testen werde. Und dann haben wir die bunte Sprühsahne, meine Lieblingsremoulade. Ein Hamburger Bier ist auch noch hier. Im Hintergrund steht Apfelmus und Jalapenos im Glas sind das, glaube ich. Und ein Karottensaft, der sich hier irgendwie hier rein verirrt hat. Ja, das ist ein Karottensaft. Hat sich hier rein verirrt. Und dann haben wir noch ein wenig Butter, ein wenig Hamburger Beck's Bier. Ich lade gerne Leute ein und dann kaufe ich natürlich auch immer ein. Aber ich kaufe immer mehr, als ich eigentlich habe. Deswegen findet ihr noch unendlich viele Bierflaschen, die den Eindruck erwecken, der Junge ernährt sich hier nur, und das ist wirklich nicht so, ich ernähre mich hier nicht nur von Ketchup und Bier, wirklich. Maximal ernähre ich mich nur von Süßigkeiten, aber nicht nur von Ketchup und Bier. Das wollte ich nochmal ganz kurz klargestellt haben. Und in dem Seitenfach findet ihr Soßen, Öl, eine Fanta, Wodka, nach, das macht das Image des Alkoholikers komplett. Ketchup in allen Variationen, das gehört einfach dazu. Curry-Ketchup, die gute Milch, nicht zu vergessen, ich trinke meinen Kaffee gerne mit Milch. Und oben nochmal ein Wodka für zwischendurch, ein Energy-Drink, die gute Knorr, ach die ist echt lecker hier, das Honig- und Senf-Dressing. Falls ich mal Salat esse, kommt das wirklich in Frage, dieses Dressing. Eine interessante Senf-Soße, die mich dann aber auch doch nicht ganz so überzeugt hat von Tomi, aber ich musste sie trotzdem kaufen. Eine Schokolade, die Chili-Chipotle-Soße. Und habt ihr das gerade gehört? Im Hintergrund hat sich mein Siri gemeldet in meiner Po-Tasche, was immer er auch gerade von mir will. Das ist eine Pesto-Soße, die ich auch noch nicht ausprobiert habe. Und das war auch schon der Blick im Kühlschrank, im Gefrierfach. Nein, da liegen keine Körperteile drin, im Gefrierfach liegen auch noch ungewöhnlicherweise gibt es hier Gemüse. Gemüse, wie kommt das denn da rein? Wie kommt das Gemüse eigentlich da rein? Ich weiß es nicht. So, wir machen den Kühlschrank zu. Und damit war es das auch schon mit der kleinen Junkfood-Room-Tour. Ich hoffe, es war nicht zu langweilig. Schreibt mir einen Kommentar drunter, wenn es zu langweilig war. Wenn die Perspektive vielleicht auch zu doof war. Ich bin immer offen für Verbesserungsvorschläge und bedanke mich bei euch. Bis dann. Tschüss.